Müssen wir nochmal hin. Wo ist er? Das Zwilling. Das er nicht. Das er auch nicht. Schwarzdorn, nein. Ding, nein. Wo ist unser Bär, unser One? So, verschieb dich mal. Okay, wo ist er jetzt? Nope. Nope. Nee. Oh, nee. Wo ist er? Quantenmond. Das war, da hinten. Okay, bei Schwarzdorn. Beweg dich mal. Hier ist er. Perfekt. Okay, warte, wir schießen durch und durch. So. Geht es? Und dann einfach ein Rückbild. So, Rückbild, da ist er. Wir haben ihn drauf. Das müsste reichen, theoretisch, wenn wir ein Bild von ihm haben. Hoffe ich doch. Ja. Okay. Wir sind wieder am Südpol. Wo ist unser Turm? Hier ist unser Turm. Jetzt hat er die Position gewechselt. Position gewechselt. Verstehe das Ding noch nicht. So, Licht aus. Wir haben Rot. Jetzt. Please, geh auf. Hey, wir kommen nicht mehr zurück. Shit. Haben wir es verkackt? Warte mal. Ne, schiebt uns weg. Vielleicht gibt es das Auge im Himmel irgendwo nochmal. Was meinst du, Auge im Himmel? Da nicht mehr rein. Oder müssen wir uns erst noch mal ein paar Ebenen bewegen? Warte mal. Nein, ich weiß warum. Warte mal, wir sind am Südpol. Wir müssen aber am Nordpol das Ding benutzen. Okay, warte. Also müssen hoch. Nein, nicht rausfliegen. Deswegen, wir sind nicht am Nordpol. Glaube ich. Da. Wir sind ein bisschen näher rankommen, deswegen. Es ist egal, welcher Untergrund, glaube ich. Wir müssen bloß erst zum Nordpol kommen. Ja. Nee, wenn ich jetzt rausfliege, müssen... Was meint ihr, wenn ich jetzt aus der Schicht rausfliege, sind wir, glaube ich, weg vom Quantummond, oder? Ich glaube, wir können nicht durch ihn durch. Nicht so ohne Raumschiff oder sonst wie. Ich glaube, wir sind direkt weg. Ich nehme eine andere Welt.
uns hoch. Ja, du lässt uns hoch. Nice. Okay, wir sind da. Jetzt. Okay, jetzt auf die Quantenebene. Dankeschön. Und wir kommen raus. Wo ist er? Da ist er. Da ist sie. Okay, mach nochmal deine Dinger. Ich hab mir durch. Lass uns doch mal Quantummond. Können wir das kombinieren? Warte mal, Quantummond identifizieren. Dies ist der Quantummond, auf dem wir gemeinsam stehen. Obwohl der Quantummond auch andere Himmelskörper umkreist, ist er der natürliche Satellit des Auge des Universums. Okay. Hast du einen Quantensplitter auf einem anderen Planeten gefunden? Diese Splitter sehen genauso aus wie die Oberfläche des Quantummonds, jetzt wo er sich beim Auge befindet. Daraus können wir schlussfolgern, dass wir derzeit den natürlichen Zustand des Quantummonds beobachten. Dass das Auge sein primärer Aufenthaltsort ist. Geht man davon aus, dass der Quantummond der natürliche Satellit des Auges ist, liegt der Schluss nahe, dass sämtliche Charakteristika des Mondes auch auf das Auge zu treffen. Der Quantummond und seine Splitter sind zum Beispiel Quantenobjekte, also sollte das Auge ebenfalls ein Quantenobjekt sein. Der Mond ist wahrscheinlich nur deshalb ein Quantenobjekt, weil die Nähe zum Auge ihn dazu gemacht hat. Ganz so wie die Quantensplitter, die auf anderen Planeten landen, ihre unmittelbare Umgebung ebenfalls in den Quantenfluss versetzen. Okay. Schiffslog aktualisiert. Hatten wir, glaube ich, schon, oder? Genau, bei Pilgern hier, Abbild des Auges zu erblicken. Hatten wir schon. Quantenmond und Auge des Universums. Du hast sicher schon bemerkt, dass der Quantenmond sein Aussehen ändert, je nachdem, welchen Himmelskörper er aktuell umkreist. Zum Beispiel hat der Mond ein ganz anderes Aussehen im Orbit um die Untiefen der Riesen als um die Sandur-Zwillinge. Da der Quantenmond offensichtlich seine Gestalt an unterschiedlichen Umgebungen anpasst, sollte das Auge, das der eigentliche Hauptkörper des Mondes ist, von ähnlich wandelbarer Natur sein. Darauf aufbauen können wir die Hypothese aufstellen, dass das Auge ebenfalls ein außerordentlich wandelbares Objekt ist. Trotz dieser unglaublich wandelbaren Natur fällt der Quantummond in eine spezifische Form, sobald er von uns bewusst beobachtet wird. Was wohl passieren würde, wenn ein bewusster Beobachter in das Auge selbst gelangt? Ein bewusster Beobachter in das Auge selbst gelangt. Das hat er schon mal gesagt. Oder sie. Aber was können wir darunter verstehen? Ein Bewusster, ne, ein Bewusstsein, bababa, Beobachter in das Auge selbst gelangt. Und es soll doch das Auge sein, right? Aber wir sind ja einfach nur zurückgekommen. Ja, die Sonne geht nicht rein. Die ist weg. Warte mal, wir können das jetzt austauschen. Mal Quantummond weg. Auge des Universums. Identifizieren. Wir befinden uns im Orbit um das Auge des Universums, aber wir können es nicht sehen, sondern nur sein Abbild auf dem Quantummond.
Das Auge ist älter als das Universum selbst und mein Clan glaubt, dass es sich in seiner sehr weiten Umlaufbahn um dieses Sternsystem befindet. Okay. Das Universum ist von einer fundamentalen Unbestimmbarkeit durchzogen. Normalerweise ist die Unbestimmbarkeit nur in extrem kleinen Maßstab zu beobachten. Bei der Annäherung an das Auge wächst diese Unbestimmbarkeit jedoch auf enorme Ausmaße an. Der Quantummond weist wahrscheinlich makroskopische Quantenfalten auf, weil er sich so nah am Auge befindet. Splitter, die vom Quantummond abgebrochen sind, weisen ähnliche Charakteristika auf, wie du sicherlich bereits anderorts im Sternsystem bemerkt hast. Bewusste Beobachtung zwingt das Quantenobjekt dazu, in eine einzige mögliche Form zu kollabieren. Was wohl passieren würde, wenn dann... Im Laufe der Zeit entwickelte sich das zur größten und wichtigsten Frage meines Clans. Bro! Das haben wir ja schon, ne? Ja. Haben wir noch was vergessen? Du haben wir komplett. Habe ich einen Teil vergessen? Identifizieren und Erklärung. Das sind die beiden Grundsätze der Philosophie der Nomai. Das Unbekannte erkunden und es verstehen. Das ist der Sinn unseres Daseins. Habe ich eine Reihenfolge vergessen? Ich hätte es chronologisch durchmachen müssen, aber ich glaube, wir haben alle gemacht, oder? Na? Hier rein. Im Auge des Universums und Quantenmond. Geht da nochmal was? Oder hatten wir auch? Maske und Mond, stimmt. Ich glaube, das haben wir schon. Okay. Nochmal Quantummond und Maske. Das haben wir auch schon. Also du. Das haben wir, glaube ich, auch schon. Ich habe mir komplett durch. Glaube ich. Aber bewusst. Oh. Ja, das haben wir schon. Sind wir finish? Sind wir finish mit ihr? Ein bewusster Beobachter in das Auge. Also, ich glaube, wie gesagt, wir haben alle Dialogarten durch. Ich glaube, wir können nur noch reinjumpen. Schiff ist auf der anderen Seite. Hier. Das Schiff brauchen wir halt noch. Wir fliegen jetzt mit dem Schiff weg. Wo sind wir? Ah. Ah, wir sind an dem Schiff, okay. Wir sind wieder in der umgekehrten Stadt. Jetzt können wir aber nicht mehr in den Quantenmond zurück. Das Schiff ist jetzt auch noch auf dem Blading gelandet. Okay. Geh mal wieder zurück, Bro. Okay. Sehr, sehr verwirrend. Wir müssen jetzt mal zu unserem Schiff. Kommen wir überhaupt... Ne, wir kommen nicht rum. Kommen wir da hoch? Ja, wir kommen hier hoch. Sehr, sehr weirdo. Was ist gerade gar nicht, wie ich jetzt anknüpfen soll.
Lass uns mal ganz kurz die Schiffslog aktualisieren. Um dann mal zu schauen, was er uns ausspuckt. Ansonsten wäre jetzt der nächste Punkt auch noch der... Au. Den Eindringling mal zu erkunden. Den haben wir auch noch nicht. Also ihn da hinten hinter Kamin. Kaminfeuer. Okay. Aber witzig, dass das Schiff direkt mit uns mitgekommen ist, obwohl es auf dem Quantenmond war. Also, die Sonne explodiert sowieso bald. Wo sind jetzt Eindringling? Ganz da hinten. Holy moly. 30 Kilometer. Das wird der Quantenmond. Warte mal, ich mach mal ganz kurz. Wir sind an der Sonne vorbei. Yes, Autopilot. Was haben wir jetzt Neues bekommen? Nur hier, der sechste Ort. Nördlicher Gletscher. Weißlochstation. Der Warpcam des Gefährts zerbrach, als das Schiff in Schwarzdorn abstürzte. Ist ein Schiff in Schwarzdorn? Ist es das, was wir suchen? Siedlung, Angerfischfossil, Rettungskapsel 2. Die dritte haben wir noch reingefunden, glaube ich. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt ein bisschen chronologisch abbauen. Ah, der fliegt immer noch. Digga, gib mir das jetzt Speed. Das ist 16 Kilometer. Bremsdüsen zünden, jawohl, dankeschön. Bro, fliegt er daran vorbei oder hält er das? Bro, der Autopilot, Alter. Boah. Okay, sehr guter Autopilot, okay. Ich dachte, er kracht uns voll rein. Halt, wo sind wir? Hier sind wir. Einmal landen, please. Wie nah Schwarzdorn da ist. Ah. Ich dachte, das wäre Gas. Das ist kein Schwarzdorn, das ist das schwarze Loch. Oder das weiße Loch. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Langsam, 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 langsam. Nicht abhauen. No. Wie kommen wir jetzt aber da rein? Ich slide hier also hier rum. Unterseite oder so. Oh, what's that? Lul. Was bist du? Aha. Das ist bedenklich. Es scheint, als wolle der Komet unser Shuttle im Eis begraben. Wenn wir noch das viel länger auf der Oberfläche bleiben, wird das ganze Shuttle komplett einfrieren. Selbst wenn, könnte es sich einfach jemand zu Hause zur Schwerkraftkanone auf Blutzwilling zurückrufen. Ja, aber die Erkundung des Kometen wäre bedeutend schwieriger ohne das Shuttle, bis es jemand erst zurückruft. Wir hätten vielleicht nicht auf der Schattenseite des Kometen landen sollen.
Ich finde, jemand sollte im Shuttle bleiben, um es warm zu halten und die Lage auf der Oberfläche weiter zu beobachten. Das ist ein guter Vorschlag, Clary. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du hier warten, während Poke und ich weiter die Oberfläche untersuchen. Wir kommen nicht rein, ne? Ins Raumschiff. Ist das alles, was wir finden mussten jetzt noch? Das Raumschiff ist eingefroren. Kommen da gar nicht rein. Is that it? Ich glaube schon. Okay, warte mal, haben wir noch irgendwas hier? Ne, gar nichts. Leider nein, leider gar nicht. Inselsplitter. Aber 14.000. Hier ist immer noch eine... Da ist jemand. Das hätten wir machen müssen. Gute Nacht, Skior. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Dankeschön fürs dabei sein. Oh mein. Achso, das ist so eine Mini-Notiz, oder wie? Und ein Signal. Auf Holzkamin. Dave dreht sich der Komet in der Umlaufbahn doch mal so, dass die Schattenseite Sonne abbekommt und das Eis schmilzt. Ne, ich glaube, er bleibt. Er dreht sich mit, wenn du siehst. Ich glaube, ich weiß, wie du denkst, aber ich glaube, er kann es nicht. Ne. Der dreht sich immer direkt frontal zur Sonne, weil er von ihr angezogen wird. Ey, wie knapp fliegen wir eigentlich gerade an... Ding sie Wumms vorbei. Nee. Er bleibt nicht in seiner Bahn. Warum bin ich hier? Warum bin ich gerade... Wir sind gerade davon weggeflogen, okay. Okay, was wäre der Next Step? Was sagt ihr, Chat? Also werden wir sowieso safe sterben. Lass uns reinfallen wieder. Wir sagen, wir arbeiten jetzt mit dem Quantenzeug ab. Auf Holzkamin soll irgendwas sein mit einem Splitter. Ich denke mal, das wird das Relevanteste sein. Ich weiß nicht, ob die kleinen Stationen, die man finden soll, ob die so relevant sind. Beziehungsweise diesem Signal auf Schwarzdorn nachgehen. Da ist jemand mit der Mundharmonika oder was es war. Da ist ja das Raumschiff abgestürzt. Oder irgendwas ist da abgestürzt in Schwarzdorn. Dass irgendwas da muss aktiv sein. Ich glaube dann... Okay, warte mal, ich gucke ganz fix. Hier nach Quantenzeug. Warte. Meter. Das ist ja der eine Stein, den der Boy da vorne hatte. Wie kam er denn nochmal zurück? Dahin. Der ist da hinten, oder? Nee. Ich glaube, dann muss ich... Achso. Gehst du denn irgendwo runter? Hä? Ich glaube, du musst von unten laufen, ne? Ich komme nicht außenrum. Ryan, mal jetzt mal ganz kurz. Nee. Muss laufen.
Also durch die normale Base. Oben war dieser Eingang, glaube ich, zum Quantensplitter. So. So. Sprinten kann man leider nicht. Yep. Ja, yep. So, irgendwo hier links hoch war das damals im Tutorial. Yep. Yep. So, Zero G Cave. So. Hier oben. Ah, Quantenfluktuation, richtig. Wo ist es? Es ist da hinten. Ist Geistermaterie, okay. Zero Chi, war der da drin? Erinnere mich gar nicht mehr. Ne, das war nur das Reparieren. Wir folgen ihm einfach mal direkt. Komm, 110 Meter diese Richtung. Ist es die Maske? 70. Nein, das war in dem einzelnen Raum. Jetzt erinnere ich mich. Pass auf dich auf. Museumsplitter. Ich kann keine Ding machen, keine Sonde. Können wir mit ihm überhaupt irgendwas machen? Ich glaube nicht. Okay. Anglerfischi. Am Fahrwerk eines unserer Schiffe gefunden, das in der Nähe von Schwarzhorn geflogen ist. Es scheint sich den Lebensbedingungen an dunklen Orten mit minimaler Atmosphäre perfekt angepasst zu haben. Okay. Ja, die Steine, okay, verstehe ich. Okay. Coming soon. Das haben wir alles, das haben wir alles. Okay, nothing new. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Besonderes, aber nein. Jetzt müssen wir hier einfach nur ein bisschen rumrätseln. In der Hoffnung, das Richtiges finden. Also, ich glaube, auf der Heimatinsel ist relativ wenig noch zu holen. Bei Heimatplaneten. Also Frequenz in Schwarzdorn ist ein Ding. Was haben wir noch? Quantenmond haben wir abgeschlossen. Schwarzdorn muss ja noch irgendwas beherbergen. Da muss ja irgendwas vorhanden sein. Ist ja sogar der einzige ausgegraute Planet in unserem Kartenprogramm. Ja. Feldspat machte sich nach Ankunft am Kern von den Untiefen der Riesen auf zum Schwarzdorn. Und Feldspat hatte irgendeine Information, die uns hilft, an Untiefen der Riesen oder so, doch was zu erreichen, unter die Strömung zu kommen. Jetzt erinnere ich mich. Okay. Aber es ist schon so viel Zeit vergangen. Von den 22 Minuten, oder? Ja, das ist schon relativ rot. Oder? Täuscht das? Ist die normal? Ich glaube, es startet jetzt erst, oder? Schwarzdorn. Okay, dann gehen wir nochmal dahin. Und fahren mal mit der Frequenz. Vielleicht müssen wir uns von der Frequenz leiten lassen, wo wir hin müssen. Gerade mal zum roten Licht.
Vielleicht ist das die das Rätselslösung. So. Also, ab geht's rein. So, ein bisschen abbremsen, Bro. Vielleicht gehen wir diesmal. Komm, wir probieren es mal mit dem Schiff reinzugehen. Da wissen wir wenigstens, ob es auch an sich machbar ist oder nicht. Machen Licht aus. Und lassen uns treiben. Vielleicht können wir ja im Schiff ein paar Sachen machen. Sind arg schnell. So. Mal absteigen. Notsignal.